Appenzell, eine Hochburg des Schweizer Käsehandwerks. Hierher kommt Wolf Wagener mehrmals im Jahr. Er ist als Scout für einen Käsegroßhandel in Hamburg unterwegs. Als Käsescout reise ich durch ganz Europa, vom Nordkap in Norwegen bis nach Sizilien, immer auf der Suche nach tollen Käsen, nach interessanten Neuheiten, nach Trends, um für unsere Kunden den bestmöglichen Käse herauszusuchen, zu finden und zu kreieren. In vielen Ländern Europas ist Appenzell bekannt für den gleichnamigen Käse. Hier hat Rolf Wagener mit einer Käserei einen halbfesten Rohmilchkäse namens Anton entwickelt. Über das reine Scouting, die Produktentwicklung, ist es natürlich meine Aufgabe zu kontrollieren, ob diese Produkte, die ich selbst entworfen habe, auch nach meinen Vorstellungen produziert werden. Und zwar nicht nur mal stichpunktweise, sondern regelmäßig. Denn es können sich gerade beim Umgang mit einem Naturprodukt wie der Milch immer wieder Fehler einstellen, immer neue Problemquellen können sich auftun. Deshalb startet seine Tour bei dem Bauern, der die Milch liefert. Das mache ich immer als allererstes, einfach um den richtigen Einstieg auch für mich zu finden. Und danach geht es in die Anton-Produktion. Ich werde mir alles angucken, jeden Arbeitsschritt, wirklich von der Rohmilch bis hinten zum fertigen Produkt. Morgen! Guten Morgen, hallo! Hoi Werner! Sali, hoi! Moin! Na? Okay. Geht's gut? Gut, super, ja. Super, ja. Super, sehr schön. Milchbauer Werner Preisig ist gerade beim Melken. Bevor er die Melkmaschine anlegt, reinigt er das Euter und führt einen Test durch. Und was machst du jetzt für einen Test? Jetzt mache ich den Schandtest. Das ist, dass ich weiß, dass die Milch gut ist, voll am Zellzahlen. Ja. Und du testest jede? Ich teste jede. Melkst? Ja. Ah, super. Hm. Darf ich das auch mal haben? Ah ja. Ja. Ja, ist ganz gleichmäßig. Ne? Das ist dann das Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist. Richtig, ja. Ah, super. Wären Entzündungszellen in der Milch, würde sie jetzt dickflüssig werden. Diese Kuh ist gesund und die Milch in Ordnung. Werner Preisig kann ihre Milch für die Käseproduktion weitergeben. Der Milchbetrieb von Werner Preisig zählt mit 19 Kühen zu den größeren in Appenzell. Wie viel Liter Milch gibt denn jetzt so eine Kuh? Die geht etwa 13 Liter. 13 Liter? Ja. Oh, das ist natürlich schon viel. Und ist sie schon weit in der Laktation oder ist noch jungmelkend? Ist noch jungmelkend auch. Ah, 13 Liter, das heißt ja, wenn du morgens und abends, dann 26, das ist ja schon eine ganz schöne Anzahl. Ja, für mich ist das eine bessere Kuh, richtig. Ja. Ja. Sehr gut. Und was ist so die Futtergrundlage? Ich meine, ja, jetzt im Sommer gehen sie natürlich auf die Weide. Und im Winter, was fütterst du dann? Grundfutter, Heu. Heu. Tiergesundheit ist für mich besonders wichtig. Die Haltung, wie die Kälber gehalten werden, wie die Kühe gehalten werden und besonders, was die Kühe fressen, ob das artgerecht ist, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um die Qualität des Endprodukts halt auch zu unterstreichen. Es geht halt immer ums Produkt, aber hinzu kommt, dass ich selbst ja auch Landwirt bin, von der Ausbildung her, und deswegen einfach gerne dabei bin ich. Das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Da wird auch mein Heu. Ja, herrlich. Ja, das ist so ein richtiges, schönes Kräuterheu. Ja, da ist Klee auch viel drin, ne? Ziemlich viel Klee. Ja. Ja, Klee ist gut, ne? Das ist gut, ja. Das ist Eiweiß, ja. Ich gucke mir die Zusammensetzung an. Ja, einmal aus Gräsern und aus Kräutern. Und dann sind das sehr weiche Gräser. Das heißt, das ist erster Schnitt. Ja, das ist Qualitätsfutter, was die laktierenden Kühe, also die Kühe, die jetzt aktuell Milch geben, bekommen sollten, um deren Leistung auszufüttern. So eine Kuh hat ja eine bestimmte Leistung. Wir haben eben gehört, 13 Liter gibt die Kuh und diese Leistung musst du ausfüttern. Und wenn du Heu verfütterst und kein Kraftfutter, keine Silage, kein Mais, dann musst du schon ein Tip-Top-Qualitätsheu machen, um der Kuh das zu geben, was sie braucht. Und das ist Tip-Top-Qualitätsheu. Super.
Die nächste Station von Wolf Wagener ist die Käserei, in der der Anton-Käse hergestellt wird. Jetzt fahren wir nach Schönengrund in die Anton-Käserei. Dort bin ich verabredet mit Marco Züger, das ist der Betriebsleiter. Und mit dem gemeinsam und dem Käsemeister Armin werden wir die Produktion einmal durchschauen, kontrollieren. Hallo Wolf. Ja, moin Marco. Hallo, willkommen in der Schweiz. Danke sehr. Gut gereist. Ja, wunderbar. Die Käserei verarbeitet täglich 30.000 Liter Milch in 4 Chargen. Käsemeister Armin Schweizer pumpt Charge Nummer 3 in den Kessel. Ja, Milch habt ihr jetzt angeliefert bekommen? Ja, genau. Also die haben wir gestern Abend und heute Morgen haben wir bekommen. Jetzt geht's los. In den nächsten Minuten wird gegen 8000 Liter jetzt Milch ins Käsekessel reingepumpt. Und dann geht's los für die nächste Charge. Wahnsinn, das hat ja einen unheimlichen Druck. Ja. Wirkt sich das nicht negativ auf die Qualität aus, dass ihr die Fettkügelchen irgendwie zerballerst? Ja, das ist natürlich wichtig, dass der Druck nicht zu hoch ist, aber das ist von den Maschinenherstellern so berechnet. Ja. Größe der Pumpe ist entscheidend, das Rohr ist entscheidend, die Größe, aber so sollte gar nichts passieren. Neben der Milch ist die wichtigste Zutat Labferment. Aus der Milch machen wir jetzt einen riesigen großen Pudding und das schaffen wir halt mit diesem Labferment. Normalerweise kommt das Lab im Kälbchenmagen vor. Wenn das Kälbchen die Milch von der Mutter säuft, dann muss die Milch irgendwie in einen Feststoff umgewandelt werden. Und das schafft das Kälbchen in seinem Magen mit Hilfe des Labs. Das ist, kann man sagen, so die Magensäure vom Kälbchen. Dieses Lab stammt jedoch nicht vom Kalb, sondern aus dem Labor. Nach 30 Minuten stockt die Milch und lässt sich mit einer sogenannten Käseharfe schneiden. Dabei werden flüssige und feste Bestandteile der Milch getrennt. Es entsteht der Käsebruch. Und auf welche Temperatur hast du jetzt temperiert? Der ist 45 Grad. 45? Ja. Und das ist auch das Maximum, nicht wahr? Ja, das Maximum. Ja. Was meinst du denn, wann ist es denn soweit? Ja, etwa so 2-3 Minuten füllen wir ab. Ja. Und Bruchkorngröße? Ja, das sieht gleichmäßig aus. Stimmt, top. Sehr schön, ne? Das ist top. Sehr gut. Wenn der Käsebruch die richtige Größe hat, füllt der Käsemacher die Masse in Formen. Ja, sieht ja, gut aus. Wunderbar. Zunächst wird alles unter der Molke gepresst und dann wird am Schluss die Molke abgezogen und der Käse bleibt übrig. Wir filtern sozusagen das Bruch-Molke-Gemisch, sodass der Bruch, also der eigentliche Käse, herauskommt und nachher die Molke abgesogen wird. Ja, ja, hier sehen wir den Bruch. Mhm. Ja, ist optimal. Ja, sehr gut, schönes Korn, gleichmäßig. Nachdem der Käsebruch in alle Formen eingefüllt ist, beginnt das Pressen. Je nachdem, was du für einen Pressdruck hast, hast du nachher beim Käseleib, dass der Rand nach außen sich wölbt, dass der weich wird, ja, wenn der Pressdruck nicht zu hoch genug war oder der Bruch nicht anständig ausgekäst wurde. Das wollen wir halt unbedingt verhindern. Der Käse muss nachher sozusagen stehen wie eine Eins. Ja, und deswegen kontrolliere ich diese Parameter: Bruchkorngröße, Auskäsungszeit, Temperatur und dann hier die Temperaturführung in der Presse und vor allem den Pressdruck.